Auf nach Hyrule. Eigentlich finde ich hier die Luft ganz oben hier schon angenehm, ne? Wenn ich da runter gucke und so. Ne? Es sieht nicht so toll aus und ja. Das war vorher aber auch nicht da. In Breath of the Wild. Auf einmal haben sie hier jetzt schon Inka-Schriften drin und so. Okay. Okay, okay. Aber. Muss ich da jetzt wirklich runter? Das sieht mir da unten so richtig gänzlich unsympathisch aus. Ich weiß ja nicht. Naja, komm. Speed! Jetzt so kurz davor. Arschbombe! Oder so ein richtiger Flachkörper gerissen. Moin. Ein Bockblindholm. Die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Unsere Dudes. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Ein Hyrule-Pilz. Untersuchen. Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Dumster. Ich wollte schon Bums sagen. Okay, Dumster für Sie da. Schwieriger Name. Okay, wir haben Räder, wir haben Platten. Okay. Wir könnten so gesagt eine Art Wagen bauen, ja. Aber wir können das Ding nicht lenken, also von daher. Begrenzt sinnvoll. Gerade erstmal auf die Karte jetzt mal hier. Auf nach Hyrule. Das ist unser erstes Ziel. Seid mir nicht böse, aber das hier hebe ich mir erstmal auf. War jetzt schon so lange nicht mehr in Hyrule hier. Muss ich dann doch ein bisschen zu Fuß genießen. Was bist du? Zeug zum Einsammeln? Ja, Hyrule-Gras. Lass mich raten, wir dürfen wieder mit diesen ganzen Türmen und sowas die Map aufdecken. Es sieht auf jeden Fall relativ idyllisch aus hier unten. Oh, okay, und in jedem Lager gibt es das gleiche Zeug. Okay. Chilis nehme ich mir doch gerne immer mit. Au. Ich hatte dich nicht markiert, ne? Das war mein Fehler. Eigentlich das Ding. Ach so, das ist kaputt. Nee, wollte ich doch gar nicht. Bockblindhauer benutzt
Abgenutzt und nicht sehr scharf, aber recht hart. Erhöht die Angriffskraft von Pfeilen und kann alternativ zusammen mit Kleingetier zu. Ich habe 4 Schilde. Okay, ist aber auch nicht die Welt, ne? Das ist stärker als das Hyrule-Schild. Okay. Gibt's hier irgendwas Cooles? Sonnenflecken. Eine wilde Pflanze, die an sonnigen Stellen in großen Höhen wächst, kann als Kochzutat dein Herz wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Okay, der Bogen. Rennen auf jeden Fall einige Bockblins rum, ne? Och nee. Ist das die London Farm? Steht irgendwas auf dem Schild? Ey, wird ich abgehauen. Feuerfrüchte hat er dabei? Ja, nice. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das soll die Lonlon Farm sein. Vor allem auch die Töpfe hier kommen einem sehr bekannt vor. Finde ich nicht nett. Oh, wolltest du mir nur die Höhle zeigen? What the fuck bist du? Die sind auf jeden Fall neu. Quatsch, so rum. Leichte Builds. Schicker Bogen. Ich hab gesagt, schicker Bogen. Schicker Bogen impliziert, ich will den dabei haben. Ich will den anderen dabei haben. Kletter doch nicht immer überall drauf. So. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Sehe ich denn die Truhe? Was gibt's denn da? Ein Reiseschwert. Was war das?
Ne? So, haben wir den Frosch auch schon mal. Und hier geht's wahrscheinlich wieder raus, ne? Du bist schon so ein gewaltiger Freund hier, ne? Da hinten dran ist auch noch einer. Wir müssen hier ran. Das ist wahrscheinlich der erste Turm dann für uns, ne? Guten Tag. Brauchst du einen Staubsauger? Kein Schaden. Soldatenschwert. Das würde ich aber gerne mitnehmen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nee. Irgendwas, was wir synthetisiert haben, damit wir da... Okay, das taucht auf jeden Fall schon mal nichts. Auf jeden Fall habe ich mir mal ein bisschen für Abkühlung gesorgt, habe ein bisschen mal durch die Gegend gefächert. Ich sehe doch schon was. Na, guten Morgen, was seid ihr denn für schicke Fische? Ja. Leuchthöhlenfisch. Leuchtender Fisch, der in dunklen Höhlen lebt. Dank seiner Lichtenzyme beginnt dein Körper zu leuchten, wenn du das Fleisch des Fisches kochst und verzehrst. Oh, okay. Ja. So kann man auch einen Fisch fangen. Okay. Ah, Moment. Nee, ich... Warum will ich immer alles werfen? Oh. Na, das hat sich ja rentiert hier richtig. Runter. Eine Klammerechse. Eine Echse, die dank Saugnäpfen an den Füßen jede Wand erklettern kann. Aus ihr lässt sich eine Medizin gewinnen, mit der man sich selbst an nassen Oberflächen halt findet. Oh. Das hört sich doch schon mal richtig gut an.
Nur die Frage ist jetzt hier wieder, warum leuchtet es hier jetzt rot? Ach, Blutmond. Okay. So kündigt er sich da jetzt an. In tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Alrighty, dann weiß ich Bescheid, dass es der Blutmond ist. Und ich schätze mal, hier raus kommen wir wieder so, ne? Guten Tag. Hier lang müssen wir. Ja, mit dir will ich mich noch nicht beefen. Ist das gut oder ist das schlecht, was ich da sehe? Pferdchen! Ich hoffe mal, dass es eine Menschensiedlung ist. Ja, okay. Die Menschen haben so eine große Stadt mittlerweile wieder mal. Wow. Ja, moin. Link? Ihr seid es doch, Link! Wo wart ihr die ganze Zeit? Oh. Kaum brecht ihr mit Prinzessin Zelda zur Nachforschung im Untergrund auf, hebt auf einmal das Schloss ab. Ihr könnt euch vorstellen, was für Sorgen sie euch alle gemacht haben. Besonders Pura hat sich kaum ausgeruht oder gar geschlafen, weil sie versucht hat, euch beide wiederzufinden. Direktorin Pura sollte sich in der großen Haus da hinten befinden. Bitte geh schnell zu ihr, damit sie weiß, dass es euch gut geht. Alrighty, mach ich. Also? Ja, was also? Eine Suche beim Schloss? Du bist aber auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Das Gesicht kenne ich. Ja. Die Hylia-Rüstung. Sehr teuer, dafür, dass ich euch den Arsch schon mal gerettet habe, könntest du ruhig mal ein bisschen mit dem Preis runtergehen, ne? Das ist dir schon bewusst. Und vor allem, warum habe ich überhaupt keine Klamotten mehr? Seid ihr es wirklich? Ja. Link, wo seid ihr nur gewesen? Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehnlich alle auf eure Rückkehr gewartet haben. Ist Prinzessin Zelda nicht bei euch? Bitte sucht doch zuerst Pura auf. Das große Gebäude auf der Nordseite in dem Forschungslabor. Pura sollte dort im ersten Stock zu finden sein. Alles so dramatisch, junge Leute. Regt euch ab. Ach, der Ombre ist auch wieder da. Ja, ich glaube, ich muss da hoch, ne? Aber erstmal gehen wir mal zu Pura. Ja, moin. Ja. Goldenes Haar und blaue Augen. Direktorin Pura. Der Herr Ritter. Er ist zurückgekehrt. Ha ha ha.
kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Moment, das ist Pura? Hui. Der Arm sieht ja wild aus. Ja, denke ich auch. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Ja, denke ich auch. War Pura im Breath of the Wild nicht klein, weil die so ein Experiment fehlgeschlagen ist? Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Sorry. Überraschung ist ja nicht cute. Ja, unerwartet auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, dass von ihrem Experiment und so, dass sie das dann jetzt anscheinend doch rückgängig gemacht gekriegt hat. Top. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregnenden Ruinen betrifft. Ja, herabregnen tun die ja nicht, die sind ja im Himmel. Es würde mich doch sehr wundern, wenn hier nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich, das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Ja, vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich von dort aus zu Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber... Meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach beiden hält? Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Hey. Ja. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Ist du jetzt schon wieder darunter? Genau, so wie hinter mir, so kenne ich sie noch. Also das ist schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, mein lieber Scholli. Direktorin des Spähpostens, beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Einst im Dienste des Königshauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sonau-Kultur und das Miasma, das ursprünglich im Schloss Hyrule erschienen war. Ihr zartes Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hatte. Zeitweise wirkte sie sogar noch jugendlicher als jetzt. Ja, kann ich bestätigen. Das schwebende Schloss.
kann doch da bestimmt hoch und dann so Map aufdecken Ding, oder? Puh, schon wieder so eine Kackmucke, Alter. Okay, das geht nicht. Okay, ich soll jetzt hier zu den Truppen. Ich soll schon wieder direkt da rein? Hm. Weißt du was? Wir machen jetzt erstmal hier den Tempel, den ich schon markiert habe. Die anderen können ruhig warten. Tempel sind wichtig. Wichtig und richtig. Und ich könnte mal was essen, damit ich wenigstens mal wieder ein bisschen Leben hier rankriege. Ja, okay. Warten wir noch, bis ich ein Herz weniger habe. Das geht normalerweise bei mir relativ schnell. Ah. Was steht da? Da hat doch irgendjemand schon angefangen, was zu bauen, oder? Alle die Backen. Da wollte doch schon jemand was bauen. So, wir sind schon mal gleich da. Kommt es mir nur so vor, oder ist die Map noch größer geworden? Oder ist es die gleiche Map wie Breath of the Wild, nur halt jetzt mehrere Ebenen? Weil irgendwie kommt es mir größer vor. Das sieht echt nicht schön aus. Warum campt ihr hier? Ja, kein Wunder, wenn du vor dieser Scheiße hier campierst. Was macht ihr hier? Hey, du kannst dich doch nicht an jemanden anschleichen, der in das Loch schaut. Ja, man schleicht sich auch nicht an Leute ran, die in ein Loch schauen, ja. Aber trotzdem. So leise war ich nicht. Stell dir nur mal vor, wir müssten unsere Forschungsarbeiten wegen einem Unfall oder so unterbrechen. Yep. Die Erforschung der Abgründe hat für die Sonau-Forschungstruppe allerhöchste Priorität. Und Joscha, die vom Schwebepfosten alles bis ins Detail geplant hat, wäre sowas von enttäuscht. Abgründe erforschen? Das sind die großen Löcher, die während des Kataklysmus entstanden sind. Es gibt überall in der Welt reihenweise davon. Wir können große Löcher wie dieses, bei dem man den Boden nicht sieht, nicht einfach ignorieren. Also, wir dürfen sie nicht zulassen, dass unsere Forschung scheitert. Für unser Idol, Joscha. Joscha? Oh. Du siehst doch dieses große Ding da drüben, das wie ein Turm aussieht, oder? Die Basis für unsere Arbeiten findet sich dort. Joscha ist auch da. Da war keiner. Da war ich gerade eben drin. Übrigens... Oh. Sprich mich das nächste Mal nicht so plötzlich an. Digga? Ich arbeite hart an der Forschung, selbst zu so früher Stunde. Ja, schön für dich, ey. Kauf dir ein Ei oder so. Junge, was ist mit dir? So, Tempel.